Hallo zur nächsten Ausgabe von Ins Netz gegangen. In dieser Folge haben wir Ann-Kathrin Gierig zu Besuch. Für die Torhüterin der Sportunion war der Wechsel von Bietigheim auch ein bisschen was wie ein Neuanfang. Sie hatte Probleme mit Verletzungen, mit dem Knie. Aktuell läuft es aber wieder relativ gut bei ihr. Die letzten Wochen viele gute Spiele hingelegt, viele Paraden hingelegt. Wir werden uns gleich hier an ihrem Arbeitsplatz mit ihr ein bisschen unterhalten. Vor allem aber auch zunächst über das letzte Spiel. Da hat sie für einen echten Schockmoment gesorgt. Hallo, schön, dass du bei uns vorbeischaust, bei Ins Netz gegangen. Wir müssen natürlich als allererstes über das vergangene Spiel sprechen. So um die 40. Minute gab es dann einen kleinen Schockmoment mit dem Knie. Wie sieht es denn da aktuell aus? Ja, hallo, da ist wieder alles gut. Es war auch für mich erstmal ein Schockmoment. Wenn man da schon eine Vorgeschichte hat mit beiden Knien, da reagiert man da vielleicht auch ein bisschen empfindlicher. Ja, es mir einfach nach hinten durchgeschlagen, hat wehgetan, hat gerattert im Knie. Und ja, dann weiß man die ersten paar Sekunden nicht, was los ist. Aber nachdem der Physio dann drüber geguckt hat und wir in der Kabine waren, dann merkt man auch, okay, der Schmerz lässt so weit nach und es fühlt sich stabil an. Und dann habe ich ein paar Tage pausiert und dann waren die Strukturen auch wieder, haben sich auch wieder entspannt. Und also mittlerweile ist wieder alles gut. Sehr schön, also Entwarnung fürs Wochenende, können sich die Fans wieder auf ein paar schöne Paraden freuen. Jetzt muss ich als ehemaliger Feldspieler natürlich mal fragen, wie kommt man drauf, sich ins Tor zu stellen? Ich fand es immer, wenn man es so gesehen hat, teilweise wie einige Würfe da auf den Kasten knallen, relativ unangenehm. Wie bist du ins Tor gekommen? War das von Anfang an klar oder bist du da reingerutscht? Oh, ich kann mich da eigentlich gar nicht mal so genau dran erinnern. Es war ja schon relativ am Anfang so. Also soweit ich mich ja zurückerinnern kann, stand ich immer im Tor. Ich schätze mal, ich hatte auch nicht Lust, so viel zu laufen und habe mich dann einfach mal ins Tor gestellt und es hat von Anfang an ganz gut geklappt und wenn man was gut kann, dann macht man das auch gerne und ich denke mal, dann bin ich so dabei geblieben. Nach Spielen, sagen wir mal gerade nach Niederlagen, bist du jemand, der dem Ganzen lange nachhängt oder kannst du relativ gut, schnell was abhaken und dich weiter fokussieren? Wie ist das bei dir so? Ja, ich denke so teils, teils. Also ich grübel da schon so ein, zwei, drei Tage hinterher. Kommt doch immer drauf an, wie schnell dann das nächste Spiel ansteht, weil bis dahin muss es natürlich abgehakt sein. Ich denke mal, aber so Mitte der Woche, wenn dann die ersten Trainingseinheiten rum sind, dann sollte das auch, soll es auch nicht mehr im Kopf rumhängen. Natürlich soll man analysieren und versuchen, das besser zu machen und schon daraus lernen, aber es hilft ja nichts, da ewig drüber nachzudenken. Ja. Abseits vom Handball, was suchst du dir da als Ablenkung oder was lenkt dich da am besten ab, gerade nach solchen Spielen vielleicht? Ich gehe eigentlich gern essen mit Freunden. Ansonsten, ja, das, was man so macht, sich mit Freunden treffen, was lesen, mal ein bisschen Fernsehen schauen, ja, für die Uni was machen. Ja, ich arbeite noch nebenher ein bisschen und ja, da findet man schon was. Wichtig für die Uni war relativ weit hinten in der Reihenfolge. Bevor wir jetzt zum Zeitspiel gleich kommen, natürlich nochmal ein Blick aufs Wochenende. Was erwartest du oder was erwartet ihr für ein Spiel und worauf wird es ankommen? Wir erwarten natürlich ein heißes Derby. Volle Halle, gute Stimmung und hoffentlich auch von uns Leidenschaft und Kampfgeist. Und das liegt an uns, das auf die Platte zu bringen. Und ich denke, das wird ziemlich spannend, weil Göppingen sehr gut drauf ist im Moment. Eine kleine Siegesserie hingelegt. Aber wir brauchen auch mal wieder einen Sieg und wir sind heiß drauf, die 2 Punkte zu holen zu Hause. Und ja, ich denke, es wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Klingt vielversprechend und natürlich wahrscheinlich auch viele dann in der Halle. Jetzt gehen wir ins Zeitspiel. Schiedsrichter ist bereit. Fangen wir an. Wenn es regnet, dann freue ich mich auf meine Couch zu Hause. Im Fernsehen schaue ich am liebsten Also, ist nicht im Fernsehen, aber aktuell Prison Break. Prison Break. Ein richtig guter Tag beginnt mit
mit einem schönen Frühstück. Wenn ich mir wirklich mal was gönnen möchte, dann? Dann öffne ich die Zalando-App. Mein Traumurlaubsziel ist? Alaska. Und da war die Dröte. Das war es dann für uns soweit. Ich denke, wir sehen uns alle in der Halle beim Spiel, hoffentlich zahlreich. Und dann wieder mit einigen schönen Paraden. Die gab es ja in letzter Zeit relativ häufig zu sehen. Ich bedanke mich. Dankeschön. Tschüss.